Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Zack Mac Kraken. Und dieser Welcher nämlich ist derjenige, der jetzt der Annie folgende Sachen gibt. Einmal den Whisky. Dann den Fahnenmast und die Drahtschere. Und ich soll ja auch die gelben Kristallsplitter geben. Ja, warte mal, das war jetzt eigentlich voll doof. Ich finde, der Guide ist irgendwie manchmal ein bisschen umständlich, weil es würde anders, finde ich, viel mehr Sinn machen. Aber guck von mir aus, okay. Weil ich hätte jetzt den Fahnenmast eigentlich bei Zack gelassen und sie soll nur den Wächter betrunken machen und Zack macht alles andere. Dann muss ich ihr nur einen Whisky geben und fertig und muss nicht so viel Items hin und her schieben. Weil so gebe ich jetzt das alles, gebe die beiden Kristallhälften, damit sie mir dann die Kristallhälfte, den gelben Kristall wieder zurückgeben muss. Verstehe ich nicht. Aber ich mache das jetzt so. Nicht, dass es am Schluss heißt, oh, der Kristall wurde aber hier vom falschen Charakter zusammengebaut. So geht das nicht. Kleiner Schlüssel, Schraubenschlüssel. Wo ist die andere Kristallscherbe? Wo ist die andere Scherbe? Annie, sag mir bitte, dass du beide hast. Wir haben hier wirklich nur eine Kristallscherbe. Ich gehe nochmal ganz genau alles durch. Verzeihung. Goldfisch, Cashcard, Fernbedienung, kleiner Schlüssel, Schraubenschlüssel, Tröte, Tapetenkarte, gelber Buntstift, offener Werkzeugkasten, Dichtungsring, Band. Dann haben wir noch Hut, Nasenbrille, Haarnadelschild, Feuerzeug. Da fehlt was. Ach so, oder sind die beiden Kristallhälften schon automatisch kombiniert? Kristallscherbe. Ich glaube nicht. Wo haben wir die erste Kristallscherbe herbekommen? Hm? Stimmt eigentlich. Wartet mal, wo ist eigentlich die Schriftrolle? Die Schriftrolle von dem Vogel. Die müsste Zack doch haben. Ah. Ah. Oh Gott. Ach. Okay. Jetzt verstehe ich. Da habe ich wohl vergessen, vor lauter Freude über den Lottogewinn, dass ich in San Francisco den Aliens die Artefakte wieder zurückklauen muss. Da sind die alle. Das ist das ganze Zeug, das ich brauche. Ich habe mich echt schon gewundert. Aber ist hoffentlich vom Geld her nicht so schlimm, diese zwei Bonusflüge, die wir jetzt machen müssen. Ich habe nämlich jetzt, diesmal haben sie mir nämlich zum Glück den Hut und die Nasenbrille nicht weggenommen. Und das erleichtert mir ziemlich, dass ich hier meine Items zurückholen kann. Tach! Ich muss nochmal kurz in den Geheimraum. Jawohl, hier ist der Kram von mir. So, und jetzt sollte ich die fehlenden Dinger haben. Ausgezeichnet. So, alles erledigt. Tschö. Cool. So redet der Busfahrer. So,
Zum Glück sind die Flüge ja auch nicht so super teuer zwischen Mexiko, ne, nicht Mexiko, London und San Francisco. Uiuiuiuiui. So, Melissa, Annie, wer auch immer du sein magst. Jetzt passt auf. Nimm bitte noch hier die Kristallscherbe. Und die Schrift. Aha! Ja, gut, okay. Es macht insofern Sinn, weil nur sie die Schriftrolle lesen kann. Die müsste ich ihr sowieso geben. Ich wäre trotzdem lieber mit beiden Charakteren hingegangen, anstatt die ganzen Items hin und her zu schieben. Aber gut. Egal. Gib Whisky Wache. Benutze. Oh. Benutze Schalter. Es ist ja schon nett von dem Spiel, dass man nicht sofort stirbt, wenn man auf den Zaun drückt versehentlich. Benutze. Ich meine, wirklich, zu der Zeit wäre sowas gar nicht so ungewöhnlich. Da gibt es ganz andere Adventures vom Unfairnessgrad und vom Schwierigkeits- und vom Trial and Error Grad her, wo man irgendwie bei jedem Poop sofort stirbt und von vorn anfangen muss. Benutze Kristallscherbe auf Altarstein. Ich meine, wenn man ganz weit zurückgeht, war das im Grunde sogar die Hauptschlüsselmechanik, rauszufinden, durch was man stirbt, damit man es dann beim nächsten Mal anders macht. Bei sehr frühen, sehr kurzen Adventures. Hiermit beschwöre ich einen Blitz auf die Fahne, damit der Kristall ganz wird. Hurra! Knick! Sisi Play. Ah, der, genau, den brauche ich nicht mehr. Cool. Und jetzt gebe ich den gelben Kristall wieder an Zack. Aber jetzt schaue ich mal kurz. Jetzt lese ich wieder den Guide, ob wir nicht irgendwas vergessen haben. Nun kommt endlich Schalte die Stonehenge-Wache mit Whisky aus, Strom abschalten, durch den Zaun schneiden, zum Altar gehen, Fahnenmast platzieren, Kristallscherben platzieren, Schriftrolle lesen, Kristall wieder ganz. Bring dann Zack den Kristall und die Schere zurück. Okay, gut. Die Drahtschere brauchen wir scheinbar später auch nochmal mit ihm. Okay, und jetzt speichere ich. Und jetzt fliegen wir wieder nach Kinshasa, glaube ich, oder? Über Kairo. Warte mal, habe ich gerade mit ihr den gekauft? Ah, wartet mal, ich habe gerade gespeichert. Ich weiß nicht, ob sie noch mal Geld braucht, deswegen lieber mal. So. Manu. Up, up and away. Müde bin ich, Känguru, schließe deinen Beutel zu. Cool. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Super-Golf-Schamanen, der uns jetzt erklärt, wie wir den gelben Kristall benutzen können.
Zumindest theoretisch. Zum Glück führen alle Wege ins Dorf von denen. Auch wenn das nur 3 Hütten sind. Und auch wenn das da hinten wie Savanne aussieht und nicht wie Dschungel. Ich weiß nicht, durch welchen Dschungel ich da gerade gegangen bin. Aber ja, so ist das eben. Hallo, hallo. Ich kann dir nicht helfen, solange du nicht den gelben Kristall mitbringst. Na, dann wirst du aber gleich sehr erfreut sein. Gib gelber Kristall. Gib gelber Kristall zu Schamane. Weil das sehr gut Deutsch ist. Ich gib gelber Kristall zu Schamane. Und Schamane gibt zu mir Information. Niemand außer dir kann das tun. Auf Wiedersehen. Hat er mich jetzt rausgeschmissen? Ja, anscheinend. Und jetzt ist er tot. Gelber Kristall benutzen. Nice. Fragezeichen. 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 Ah ja, hier wollte ich her, glaube ich. Jetzt waren wir noch nicht in der Ägypten. In der Ägypte waren wir noch nicht. Das stimmt. Ich muss jetzt mal hier speichern, weil jetzt würde ich gern hier wieder ohne Guide ein bisschen weiter rum experimentieren. Jetzt haben wir hier neue Möglichkeiten. Das ist spannend. Das ist cool. Jetzt teleportieren wir uns mal noch überall hin. Atlantis sollten wir uns wahrscheinlich nicht teleportieren ohne Taucherausrüstung. Und ich glaube, die habe ich. Ah, ich bin bei der Statue, ne? Ich glaube schon. So, jetzt passt auf. Zieh an, Taucheranzug. Zieh an... Dichtungsband. Das kann ich nicht anziehen. Zieh an Goldfischklar. Aha, Moment mal. Wie wär's denn mit benutze Dichtungsband Goldfischglas? Glas abgedichtet. Das war, glaube ich, echt gut, dass ich das gemacht habe. Sonst wären wir vermutlich tot. Benutze Sauerstofftank. Ich kann nicht atmen. Hat er gerade gesagt, ich kann nicht atmen? Ich kann nicht atmen. Hä? Verstehe ich nicht. Hä? Nichts passiert. Ich habe das Gefühl, wir können uns nicht nach Atlantis teleportieren, wie das eigentlich mein Plan war. Ah, da ist noch was, wo wir noch nicht waren. Ägyptische Pyramide. Ach was. Ist das hier die ägyptische Pyramide? Oh. Hallo? Ist das normal?
Okay. Aha. Das kann ich nicht alleine. Na gut, und was ist dann der letzte Punkt noch? Irgendwas Dunkles. Statue, Tür. Nee, warte mal. Ja. Hier bin ich in Mexiko. Maya-Pyramide. Wo war der andere dunkle Raum jetzt? War das da? Sockel. Tür. Ich gehe mal durch die Tür. Ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Ach, sind wir beim Eichhörnchen? Feuergrube. Ich denke schon. Ich glaube, wir sind in... ich weiß nicht, wo das erste war. Das doppelköpfige Eichhörnchen. Ich dachte, ich kann mich jetzt auf den Mars teleportieren, aber scheinbar nicht. Schade. Weil wir keine Karte vom Mars haben vielleicht. So, es ist Zeit für den Guide. Nicht, dass ich hier jetzt wieder irgendeinen Blödsinn mache. Habe ich keinen Bock mehr. Beam dich zu den Höhlen in Peru, um den Candelaber zu finden. Das ging ja einfach. Den haben wir schon. Sehr gut. Um Flugkosten zu sparen, teleportiert sich Zack gleich weiter nach Ägypten und findet in der Pyramide den Sockel des Geräts, den er allerdings nicht mitnehmen kann. Hä? Den Sockel des Geräts? Das ist der Sockel des Geräts hier. Ach, das ist der Sockel des Geräts. Ich verstehe. Da kommt dann später, wahrscheinlich kommt da der Kandelaber und die Kristalle kommen da rein. Okay, jetzt verstehe ich. Allerdings ziehe den Hebel. Okay. Check. Blablabla. Zieh den Hebel, geh die Treppe runter, nach rechts und nach links, um nach draußen zu kommen. Ich kann gar nicht glauben, dass hier wirklich keine Fackel ist. Und jetzt sagt der Geirich, ich soll da drüben bei dem Bein eine Zeichnung machen, die wir, glaube ich, aber jetzt in dieser Realität noch gar nicht haben. Befürchte ich. Ich glaube, die Zeichnungen, die ich hier habe, sind alle aus dem alten Safe-Game. Ich kann mal die aus dem alten Safe Game versuchen, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Und wo ist überhaupt die Zeichnung, bitte? Ah, hier. Ich versuche jetzt mal. Aber das ist die Zeichnung aus einer anderen Realität. Okay, kann eh sein, dass die nicht stimmt. Da bin ich mir eh nicht mehr ganz sicher, ob das überhaupt mal die richtige war. Es könnte auch sein, dass die so aussehen muss, die hier. Jo, genau. Sieht nicht so aus. Ah doch, tatsächlich. Ach, nice. Na dann. Okay, cool. Also, um nach draußen zu kommen, am hinteren Bein der Swings öffnest du mit der Zeichnung... Am hinteren Bein, das ist komisch formuliert. Den Eingang. Da Zack die Hieroglyphen nicht lesen kann, muss allerdings mal wieder Annie einfliegen. Aha, okay. Können wir uns das leisten, dass sie noch nach Ägypten fliegt? Wahrscheinlich gerade so. Na dann. Up, up and away! So Leute, dann machen wir jetzt für heute Schluss und morgen erkunden wir dann mit ihr die Pyramide, weil sie im Gegensatz zu Zack die Hieroglyphen riesen kann. Ziemlich crazy, was sie alles riesen kann. Na dann, bis dann. Macht's gut. Ciao.